Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen bei Food Waste, bei Lebensmittelverschwendung. Da werden wir auch über unseren Lebensstil und unsere Erwartungen, ob ganzen Tag über alles im Laden verfügbar ist, reden müssen. 18 Millionen Tonnen werden jedes Jahr an Lebensmittel quasi in den Abfall geworfen. Das sind umgerechnet in Kohlendioxid 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid, meine Damen und Herren. Das wollen wir beenden. Und ich will dazu fügen, was wir auch beenden wollen und müssen, ist solche komischen Dinge wie der Pater Alt, der in München Lebensmittel rettet. Und das soll dann ein Diebstahl gewesen sein. Und die Polizei muss hingehen, ihm die Lebensmittel wegnehmen und sie dann vernichten. Das ist unzumutbar für den Lebensmittelretter, für die Polizei und auch für die Landwirte, die produziert haben.